Der Inhalt dieser 42 Seiten ist für Radio Bremen und den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner Tragweite kaum zu überschätzen. Aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes geht hervor, die Sender brauchen mehr Geld. Insbesondere für kleine Anstalten wie Radio Bremen, die bereits schwere Sparrunden hinter sich haben, eine wichtige Entscheidung, sagt Intendantin Yvette Gerner. Ich bin doch froh, dass es so eine klare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist zugunsten der Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das finde ich zunächst mal das Allerwichtigste. Und mit Blick auf Radio Bremen kann man natürlich auch ein bisschen von Erleichterung sprechen, einfach weil die bedarfsgerechte Finanzierung von Radio Bremen durch diese Entscheidung heute jetzt wieder gesichert ist. 18,36 Euro statt bisher 17,50 Euro pro Monat. Also mit 86 Cent mehr sind die Rundfunkanstalten bedarfsgerecht ausgestattet. Das hatten unabhängige Experten festgestellt. Doch Sachsen-Anhalt stoppte das Ganze, sagte die erforderliche Abstimmung im Landesparlament wegen eines Koalitionskrachs ab. Die 86 Cent kamen nicht und die öffentlichen Rundfunkanstalten legten beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde ein. Der heutige Beschluss des Gerichts sorgt beim ARD-Vorsitzenden Tom Buro für Erleichterung. Er blickt bereits nach vorne. Wir bleiben auf Reformkurs, um weiter wirtschaftlich und sparsam unseren Auftrag zu erfüllen. Aber gesichert ist jetzt erstmal, dass wir eine verlässliche Finanzierung haben. Bremens Bürgermeister begrüßt die heutige Entscheidung. Der öffentliche Rundfunk, der wird deshalb ja über Beiträge finanziert, damit er tatsächlich unabhängig und neutral berichten kann. Und dazu gehört auch eine Vielfalt von Rundfunkanstalten. Große wie der WDR und kleine wie Radio Bremen oder der Saarländische Rundfunk. Der neue Rundfunkbeitrag für viele Bremerinnen und Bremer okay. Also ich habe mal ausgerechnet, das sind 11 Euro im Jahr. Das können wir verschmerzen, oder? Für mich ist das in Ordnung. Warum? Ja, weil mit dem Geld mal was Sinnvolles gemacht wird und nicht irgendwelche Steuern verschwendet werden. Darum. Ich bin Rentnerin. Ich konnte kein Geld ausgeben in der Pandemie. Also habe ich es. Ist egal. Und außerdem habe ich einen Mann, der kann das bezahlen. Für Radio Bremen als kleine Rundfunkanstalt ist die Entscheidung von größter Bedeutung. Ohne sie stünde die Programmvielfalt mit Radiowellen, Fernsehen und Online auf dem Spiel. Uns hätten 8 Millionen pro Jahr gefehlt. Das war auch, ist ja auch schon 2021 der Fall. Ein Teil davon haben wir kompensieren können, auch durch Rücklagen. Und das wäre 2022 nicht mehr gegangen. Radio Bremen hat jetzt, wie der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk, Planungssicherheit. Der neue Beitrag gilt, bis die Länder inklusive Sachsen-Anhalt einen neuen Rundfunkstaatsvertrag ausgehandelt haben.